So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play The Order 1886. Alternatives Universum, ne, mehr oder weniger, wenn man es so nimmt. Ich habe nur mal ganz kurz reingestoppert, die ersten 5 Minuten, die eigentlich überhaupt nichts über das Spiel aussagen. Also man hat nur so ein, zwei Sachen irgendwie mitbekommen. Okay, es ist irgendwie... Ja, ihr werdet es gleich sehen. Also, ja. Auf jeden Fall... Echt ganz cool, weil momentan gibt es relativ viele coole Games im Sale. So, wir werden natürlich ein neues Spiel anfangen. So. Bin mal echt gespannt. Ja, es ist echt krass. Also, und wieder mal dieses, es ist ein Singleplayer. Genau, wir speichern hier. Ein Singleplayer, Spiel auf einer Sony-Konsole, was grafisch mega geil ist und halt auch von der Story her und sowas, also echt cool, echt gut, Story, weiß ich es nicht, aber zumindest optikmäßig wieder, bam! Ja, so wie Uncharted und sowas. Blubberbläschen. Okay. Autsch. Wach auf, Freundchen. Du wolltest uns doch nicht etwa abkratzen, oder? Nein, auf keinen Fall. Echt nicht. Ja, klar, gerne. Ich... Übel, ey. Aber die hatten diese... Es spielt ja in London, so viel weiß ich. Also beziehungsweise England. Ich glaube London auch direkt. Und das sind Gardeuniformen. Der britischen Garde. Das sind Soldaten. Ich habe gerade erst angefangen. Keine Sorge. Wir kümmern uns später noch einmal um dich, ja? Super, toll, danke. Ich wüsste sonst nicht, was ich ohne euch machen würde, Jungs. Komm, komm schon. Hoch mit dir. Fuck, ey. Oh, Scheiße. Komm schon! Schneller! Ja, ist total fertig, ne? Ah, super. Süße Träume, Mann. Und wie immer, seltsamerweise bei diesen ganzen Sony-Eigenproduktionen bzw. Exklusivtiteln, die Synchronisation im Deutschen echt geil, muss man wirklich sagen. Zeit für Ihr Morgenbad, Milo. Oh, yippie, ich habe schon angefangen zu riechen. Okay, das sind also wir. Relativ alt, ne? Wenn der so weitermacht, hält er nicht mehr lange durch. Einmal ein Ritter. Mhm. 20. Tag. Noch ein paar Schritte. 20. Tag im November 1886. Ja, war doch gar nicht so schlimm, oder? Und weiter geht's. Fuck, ey. Du bist ja schon so weit. Oh, Gott, Zeit. Steck ihn wieder rein. Oh, Scheiße, Mann. Ich kann das den ganzen Tag. Komm schon. Verrat uns deinen Kontakt, Mann. Die indische Schlampe, oder? Vielleicht probier ich mal bei ihr, ja? Ach was, ich brauch... Ich... Oh.
Ich habe sicher nicht bestens, und du? Okay, also weil ich die Gelegenheit jetzt nicht genutzt habe. Ah, jetzt. Hast du kleiner Scheiße! Oh, na du Wichser. Jetzt komm hier, los, dusch mal selber, du dummes Schwein. Ich werde so lange draufdrücken, bis du dummer Bastard endlich erstickst, das, was du mir angetan hast. Oh, das ging ja schnell. War nicht so lange durchgehalten, ne? Große Fresse, nix dahinter. Leute quälen hier Unschuldige, naja. Eigene Medizin hier. Oh, der Schlüssel. Ja, wir könnten es mit dem Fuß versuchen. Ich würde jetzt lieber den Fuß nehmen. Nimm den Fuß. Okay, nein, wir nehmen die Hand. Okay, ist in Ordnung. Klar. Zwäng dir einen ab. Übel, Mann. Echt übel. Fuck. Wir sind voll im Arsch. Na? Oh, lass den Kopf doch nicht so hängen hier, hä? Naja, zumindest bist du frisch gewaschen, riechst nicht so. Und du, ach, echt jetzt? Du siehst ein bisschen schockiert aus, ne? Was ist denn los? Hey, stell dich nicht so an. Ist ja nur Spaß. So wie ihr euren Spaß mit mir hattet. Jetzt hatte ich mal meinen Spaß. Oh oh. Okay, anscheinend sind die blind und haben uns nicht gesehen. Schwein gehabt. Und man sieht jetzt schon wieder, ne, die Grafik. Hammer, hammer hart. Kann ich hier irgendwie hin? Nee, ich kann nichts machen. Oh, okay. Er ist echt mega angeschlagen, ne? Aber man sieht an der Hose, die ist irgendwie so eine, also blau-graue Hose, und die hat auch so einen roten Streifen an der Seite. Das heißt, er muss irgendwie auch zur Armee gehören. Irgendwas in der Richtung, weil die haben ja diese Hosen. Also auch irgendwie Soldat oder sowas. Und er hat ja gesagt von mir, ja, wer ist der Kontakt? Also, weiß nicht, vielleicht Verräter oder sowas? Oder Spion? Wer weiß. Ach du Scheiße. Arme Schweine. Das hat keiner verdient. So, was liegt da? Ach, ein Revolver. Oh, guck mal, haben sie Zähne rausgezogen und sowas. Ja, richtige Folterinstrumente. Vor allem, guck mal, Schraubenschlüssel, eine Säge. Da mag man gar nicht weiter drüber nachdenken, was die da mit den Menschen gemacht haben, oder? Ja, und das haben die früher ja echt gemacht. Und in Nordkorea zum Beispiel tun sie das immer noch. So, mit L kannst du das Objekt sehen, okay. Cool. Das ist ja hübsch. Ah, okay. Kann ich hier drauf zugreifen? Mal gucken, was drin ist. Oh, oh, sieht leer aus. Ich und mein Glück. Das ist die Stimme von dem Bösewicht bei Rise of Tomb Raider. Konstantin. Und oh, ich weiß gar nicht, wo der noch überall mitspricht, aber das ist meiner Meinung nach aktuell eigentlich so die ziemlich die coolste deutsche Synchronstimme. Ich fahr da total drauf ab. Der hat so eine tiefe, raue Stimme. Das, ja. Finde ich gut. Das fand ich schon bei Rise of Tomb Raider, ja. Der Bösewicht, das war so, so, juhu, yay, da ist er wieder. Erzählt wieder was. Oh, oh, na los, komm, mach schnell. Sie haben das gehört. Okay, anscheinend ignorieren sie das jetzt, okay. Los, Rainer. Schneller, bevor die noch kommen. Ich habe gerade so ein bisschen Panik, dass sie dann doch gleich noch ankommen. Jetzt, wo sie sehen zum Beispiel, ne? Und dann ziehen sie uns nach hinten raus. Schneller, los, komm, 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 komm. Nicht, dass sie doch noch anscheißen hier. Ich will nicht wieder in die Zelle. Ich mag nicht so viel Wasser. Ich bin da allergisch gegen. Naja, siehste, irgendwie Armee.
Auf jeden Fall Briten. Niemand! Hier ist keiner! Okay, halte zum Überqueren links und drücke Kreis. Okay. Deckungswechsel. Alter, ist die Grafik der Hammer, ey. Was ist das? Wie ein tollwütiger Typ, ey. Ich kann es nicht genau sehen, ne? Aber die Beine irgendwie waren ziemlich groß und anders. Ja, guck mal, das sind irgendwie wie so Läufe, also wie von so einem Tier die Beine gewesen, ne? So Hinterläufe. Hörte sich auch so an. Die haben die ganze Zeit draufgeballert, es hat ihm nichts ausgemacht. Noch immer. Vielleicht ein Monster oder sowas? Ah, du bist so am Arsch hier. Ah, geil, ich geh gleich die Tür auf und irgendeiner kommt da raus, ey. Oh, scheiße, los, komm, schnell Knarre hoch. Aber ohne Munition. Ah, es ist, ich sag's doch, es war so klar. Hello. So, zielen, okay. Kein Wort. Rein. Muss rein da. Zumachen. Lass uns doch erstmal reden. Ich will nicht reden, Mann. Ihr redet ja auch nicht mit mir. Ihr wolltet mich einfach nur umbringen. Das mit Scheißschweine. Der Häftling, von dem alle sprechen. Wer bin ich denn? Erzähl mal. Hier führt nur ein einziger Weg raus. So gut wie tot, das bist du, mein Freund. Ich will diese platt machen, Alter. Du würdest die Katakomben nie verlassen. Hört dein Maul. Schon gut. Schon gut, ist deine Bitte. Ah, so gut gemacht, auch die Klamotten, alles, ne? Richtig gut. Bewegung. Augen auf. Der Häftling könnte überall. Bei unserer Männer. Deshalb haben wir unsere Befehle. Auf Sichten schießen. Er hat eine Waffe! Er hat eine Waffe! Wow, Leute, wow! Fuck. Ey, ist meine Knarre. Die ist leer. Lass mir meine leere Knarre. Du wirst wohl doch sein, dämlich. Haha. Damit hast du nicht gerechnet. Au. Au. Ey, au. Oh, das hat weh, hä? Huh? Jetzt mach ich dich platt. Erwürgen, böse Sache. Also von diesen Details her richtig geil gemacht. Guck mal, man sieht sogar, wie seine Haut sich blau verfärbt da, ne? Au. Ah, echt heftig. Wow. Ergeben Sie sich, Monsieur. Nein, niemals, du Froschfresser. Du scheiß Bastard, geh weg. Frisch deine Frösche. Froschfresser, Froschfresser, Froschfresse. So ein verkackter Franz Lacke, ey. Will mir irgendwas sagen, kann mich mal am Arsch lecken, ey. Okay. Schneit. Okay. Oben auf dem Dach! Ich will die Hände sehen! Das Spiel ist vorbei, Galahad. Galahad. Oh, ein klassischer Name aus der Mythologie. Das war einer der Ritter der Tafelrunde. Galahad war der Sohn von Lancelot. Oder? War das nicht Galahad? Ich glaube, also auf jeden Fall Galahad. Einer der Tafelrunde, ja, auf jeden Fall. Hände an den Kopf! Sie haben den Orden betrogen. Niemand entzieht sich der Strafe. Sie vergessen, Lord Kanzler. Ich bin doch schon so gut wie tot. Okay. Lord Kanzler. Das hört sich nach so einem totalitären Unterdrückerregime an. Da wird auch immer mit Lord Kanzler und sowas gesprochen. Ja, deshalb
Muss ich ein bisschen gerade an Dishonored denken, das ist auch so. Der Lord Kanzler, Lord Regent heißt es da, glaube ich. Ja, der Lord Regent. Hey. Bestätigt, Galahad, ihr Tartaner. Ich höre dich. Sieht aber jünger aus. Machst du einen kleinen Spaziergang im Park? Geht nichts über einen frischen Londoner Morgen, um den Kopf freizukriegen. Kapitel 1. Immer ein Ritter. Aber uns wurden mehrere Ziele am Crovenor Square bestätigt. Wie lauten die Anweisungen? 12. Tag im Oktober. Knapp anderthalb Monate vorher. Hast du es im Visier? Vereintes Indienhaus. Okay, hiermit kann ich mich umsehen. Wow, das ist aber ein hoher Turm. Luftschiffe, ein bisschen Steampunk-mäßig, ja. Ob das wirklich London ist? Direkt vor mir. Gut. Schätze die Situation vor Ort ein und sei vorsichtig. Hat Nikola dich mit Waffen versorgt? Nikola Tesla, hä? Wahrscheinlich, ja. Es ist immer Tesla. SM2 Falcon. Gut. Das Sekundärgeschütz des Falcon sollte helfen. Sieht hübsch aus. Wir verfolgen vielleicht Verrückte, aber sind immer noch Zivilisten. Okay. Mach ich. Verstanden. Stehst du zu uns? Ich muss mich jetzt noch um etwas kümmern. Wir sehen uns später. Bin unterwegs. Ja, da hat Ende. Hier sind mehrere von diesen riesengroßen Spitzentürmen. Haben die irgendeinen Sinn? Vielleicht für so eine Art Kontrollmechanismus. Oder vielleicht für die Luftschiffe so eine Art Hafen, dass die da andocken oder sowas. Oder ein Schutzschild oder so. Also auf jeden Fall von den Waffen her, und wir sehen hier oben drauf, hat das ein relativ großes Funkgerät. Es sieht aber irgendwie aus, wenn wir das hier mit Fuhrwerk ermöglichen, als ob es so wirklich um 1800 spielt. Ja gut, es stand ja das Jahr 1886 ist es, ne? Aber trotzdem so modern, dass man schon Funkgeräte hat und solche hochmodernen Waffen, die etwas klobiger aussehen. Also ja, so ein bisschen Steampunk-mäßig, so ein alternatives Universum. Auch mit den Luftschiffen und sowas. Also, zumindest vom Touch, so also ein bisschen Steampunk-Touch. Ne? Das könnte die Tower Bridge sein, zumindest ein Teil davon. Nee, würde auch nicht passen. Tja, mal interessant und mal gucken, ob das dann, aber es scheint London zu sein. Ich bin der Meinung, irgendwas hatte ich gelesen, dass es London sein soll. Naja, nun denn, ich verabschiede mich. Wir sehen uns morgen dann direkt wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.